Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play oder einer weiteren Let's Play-Reihe erstmal. Und zwar F1 2014. Wieder von Codemasters Racing sowie Grid Autosport. Mal gucken, wie uns das Spiel so zusagen wird. Genug gesehen. Willkommen bei Formel 1 2014. Auch hallo. So, wir starten, ich würde sagen, mit der Karriere. Ganz kurz zu F1 2014. Das Spiel an sich, hier geht es hauptsächlich darum, natürlich ein Formel 1 Fahrzeug zu bewegen. Es ist eine Rennsimulation so gesehen. Wir machen jetzt direkt eine Karriere, starten wir. Ich würde sagen, in welcher Klasse fahren wir? Mercedes AMG Petronas, Red Bull Racing, Ferrari. Ah, welche machen wir denn? Das sind also alle. Ich würde sagen, na, ich würde sagen, wir fahren mal für Mercedes im AMG Team Petronas. Wir fahren mittlere Saison. Lange Saison. Aber hier haben wir die Schwierigkeit. Ich mache mal im Mittel. Muss mich auch erstmal einspielen. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal schauen. Mercedes AMG. Petronas. Ja. Ich hätte auch für Red Bull fahren können, aber naja. Ist ja jetzt auch egal. Adieu, mein Geld, AMG. Lewis Hamilton, den kennen wir doch. Das Menü navigierst, wird der Bildschirm automatisch aktualisiert. Wenn eine Option besondere Beachtung erfordert, wird sie mit einem Symbol gekennzeichnet. Das E-Mail-System versorgt dich während der ganzen Saison mit wichtigen Informationen. Du solltest es also unbedingt regelmäßig aufrufen. Oben im Bildschirm findest du den Rennkalender. Dir wird auffallen, dass einige Rennen mit Symbolen gekennzeichnet sind. Diese weisen darauf hin, dass an diesem Wochenende etwas Besonderes passiert. Du kannst über den Kalender eine Kursübersicht zu einer Strecke aufrufen, die weitere Informationen enthält. Gegen Ende der Saison erhältst du möglicherweise Vertragsangebote von anderen Teams, wenn deine Leistungen auf der Strecke stimmen. Jedes Rennen zählt also, wenn du nächstes Jahr in einem prestigeträchtigen Cockpit sitzen möchtest. Das sind die wichtigsten Funktionen der Karrierezentrale. Sieh dich hier unbedingt um, bevor du auf die Strecke hinausfährst. Alles klar, vielen Dank. So, wir haben jetzt hier zu Saisonbeginn auch alles bereit ist, aber ich bin, dass wir in diesem Team Vorwärts bringen können. Nach einem Gespräch mit Mark haben wir gemeinsam entschieden, dass. Okay, also wir sollen den zweiten Platz erreichen und das natürlich nicht enttäuschen. Okay, ja, Dankeschön. Weiß ich Bescheid, weiß ich Bescheid, weiß ich Bescheid, weiß ich Bescheid. Mercedes verpflichtet Daniel Gaming. Laut neuesten Meldungen auf der Website Mercedes, ja, okay, bla bla. Brauchen wir alles nicht, ne? So, was haben wir hier? Ein Training mal. Ein Training. Dann machen wir doch das Training. Schon mal cool, dass man hier in der Box startet. So, mal gucken. Ich habe noch nichts eingestellt, so gesehen am Lenkrad an sich. Ich musste auch erstmal alles mich zurechtfinden. Daher ist so ein Training nicht mal schlecht für den Anfang. Hallo, herzlich willkommen in der Garage. Ich führe dich ein wenig herum. Ist schön. Auf dem Bordmonitor findest du wichtige Informationen zum Rennwochenende. Es gibt hier viele interessante Daten, die du dir später näher ansehen solltest. Wenn du auf die Strecke rausfahren, Sessions überspringen oder die Ziele für die Session erfahren möchtest, musst du nur Bescheid sagen. Das ist aber nett. Also Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, ist gut. Wir haben aktuelle Position ist 4, also wir starten vom vierten Platz. Aufsatz auf der Strecke 22, also Ausfälle wahrscheinlich meinen die damit. Und unter Reifen sind hart, weil es natürlich kein Regen ist. Okay, das ist schön, das ist gut. So, was haben wir jetzt hier? Schnellsetup, Fahrzeugsetup, wir machen schön trocken. Aber hier haben wir Durchschnitt und Abtrieb. Abtrieb, ja,
verbesserte Beschleunigung machen, die sind etwas aggressiver. Der verbesserte Auto. Ja, wir machen etwas aggressiver heute. Das Ganze, mal schauen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Strecke. Mal schauen, wie das so wird. Ich, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Reifen dran, Monitor weg, auf den Boden mit dem Viech und wir schauen mal. Oh, das Ding geht ab. So, mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob der Sound so passt. Das werde ich dann alles noch gucken müssen. Boah, die sind nicht bedürftig. Aber das kriege ich doch ganz gut hin. Ah, viel zu früh gebremst. Also schon mal sehr interessant, die Simulation. Ich fahr schon mal komplett irgendwie richtig komisch. Oh Gott, ich habe die Folie weggehauen. Aber schon mal sehr, ja, sagen wir mal, actionreich hier. Oh Gott. Das war zu wenig gebremst. Kann ich verschalten? Ich verbremse mich immer. Boah. Aber ich würde sagen, das reicht eigentlich für die erste fürs Training an sich. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir ein bisschen in die Karriere jetzt reinfinden. Also mal schauen. Karriere. So, und jetzt würde ich ganz gerne mal ein Rennen wählen. Nicht nur Training. So, Spielmodus F1 2014. Jetzt haben wir uns da eingefahren, mal ein bisschen ins Spiel eingefunden. Jetzt schauen wir mal, dass das Ganze sich auch in auf der Strecke, wieder Training, ey, ohne Witz. Kann man das da nicht? In Australien? Ja, ist mir ja klar. Renndirektor. Ja, das ist aber schön. Aber das ist ja noch nicht mal eine richtige Saison. Nee, jo. Dann abzieht. So, jetzt machen wir komplett aggressiv die Kacke. Und so, jetzt schauen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Runden und Rennen und so weiter wir fahren müssen. Dann machen wir das einfach jetzt nochmal. Dann starten wir jetzt komplett neu und versuchen unser Glück. Mal gucken. Also schon mal besser Start, die Kurve schon mal besser genommen. Ja, jetzt geht das Ganze schon besser. Das die Fahrhilfe muss jemand nochmal deaktivieren. Der bremst sie teilweise schon von automatisch.
ziemlich richtig genommen, aber passt schon. Immer wieder dasselbe hier. So, jetzt zeigt mir den Reifen, die Reifentemperatur an. Also die Reifen werden wärmer, ganz cool. Also dass die Reifentemperatur sich hier auch verändert und innovativ angezeigt wird. Ist ganz praktisch. Aber ich merke schon, das Fahrverhalten verändert sich komplett im Gegensatz zu dem vorherigen Fahrzeug, wo wir die Wetterbedingungen. Weil es nicht so geklappt hat, ist zu leise, was der gesagt hat. So, das ist die erste Runde. Ja, das geht ganz gut diese Runde. Immer wieder nehme ich das Ding mit. Der Motor wird jetzt auch schön warm mit der Zeit. Das ist gut. Da muss doch Mercedes direkt mal stolz auf uns sein. Einmal die Trainingsrunde. Schau mal, was unsere Bestzeit wird. Oh nein. Boah, das war schlecht. Man darf nie rausschreien. Heckflügel benutzen. Da wollen wir schauen. So. Irgendwie fahre ich immer wieder im Dreck rein. Das kann nicht gut sein. Und es macht sich mit Force-Feedback durchaus bemerkbar. Mal schneller, Platz 4 zurzeit. So, jetzt die Kurve nehmen. So, und jetzt kommt wieder ein paar Plätze gut machen. Jawohl, wieder Erster. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden ich machen muss oder ob ich das auch beenden kann, wenn ich möchte. Weil ich denke, man muss eine gewisse Rundenzeit fahren und sie schaffen und dann ist man auch dementsprechend schon gewappnet. Vom Windschatten. Und in der Kurve jetzt. Ne, in der Kurve können wir doch nicht rangehen.
Und Chilton müssen wir überholen. Vorbeiziehen, komm. Jawohl. Sieht ganz gut aus, wir sind schneller als in der letzten Runde. Um ein paar Zehntel. Jetzt hier keinen Fehler machen. Ah. Okay, nicht denselben Fehler wie in der letzten Runde gemacht. Jetzt aus der Kurve rausbeschleunigen. Jawohl, rüber. Welchen vierten schalten. So, und jetzt sollte es gut gehen. Und werden wir schneller sein? Jawohl. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man da noch weitermachen muss. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir jetzt da fahren müssen. Das wäre mal sehr nett, wenn ich das wissen würde. Aber man weiß es nicht. Komisch. Dann fahren wir einfach mal weiter, oder? Härtere Mischung. Auf der Strecke. Ja, ja. Fahren wir einfach mal weiter. Vier Runden sind es. Oben rechts steht. Glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. So. Und wieder die Kurve. Schön. Außen nehmen, jawohl. Ich muss immer schauen, dass ich nach der Kurve direkt hochschalte. Weil sonst ist er immer so schlaff. Dann verliere ich schon wieder Zeit. Oh nein, großer Fehler. Jawohl, abgezogen den Typen. So sind wir das Ganze etwas besser zu schalten als wir in der letzten Runde. Muss man sich natürlich an alles gewöhnen und so. Ah, verschalten. So, jetzt aber. Nein! Schon wieder! Immer wieder dieselbe Stelle. Na komm. Und nein, da diese Runde war mal lang gemacht. Ja, ja, das habe ich auch schon gemerkt. Sektor 3, das ist nicht so mein Sektor. Jetzt sind wir schon in der 5. Runde und ich weiß nicht, wie viele Runden man fahren muss für das Training. Ich glaube, die Reifentemperatur steigt so langsam. Jetzt sind wir wieder langsamer als das letzte Mal. Eieiei, irgendwas läuft hier schief. Unser Freund, der Lewis Hamilton, also unser Crew-Mitglied, befindet sich zurzeit auf Platz 4, wurde mir gerade mitgeteilt. Das heißt, wir sind besser. Oh, und jetzt haben wir die Kurve mal gut genommen. Kommen jetzt auch gut vielleicht an die Kurve ran. Ah, eieiei, wieder Zeit verloren. So, aber jetzt kommen wir raus, beschleunigen. Zack, 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 komm. Komm, nein. Oh jawohl, wir waren sogar schneller. Das war unsere schnellste Runde. Versuchen wir hier nochmal die noch besser zu machen. Oh,
Oh Gott, die fahren jetzt wieder mega langsam. Für Ansichten, die es gibt. Mal schauen, welche für mich die beste ist. Die Reifen werden anscheinend kalt. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ah, der Sektor 3. Ich nehme die letzte Kurve hier immer falsch. Das merke ich schon. Verliere ich zu viel Zeit. Ah, die hat mich wieder schlechter gefahren. Jetzt versuche ich nochmal besser als unser Teamkollege der Hamilton zu sein. Aber danach werde ich doch das Display hier beenden. Nachdem ich das versucht habe. Oh Gott, nein! Gott, ich bin nicht. Manchmal mache ich grobe Fehler und manchmal nur so kleine. Aber vielleicht kommt es auch nur daher, dass ich hier noch neu bin. In dem Spiel. Ich habe davor noch kein Formel 1 Spiel gespielt. Muss ich ernsthaft zugeben. Ich habe fast kein Benzin mehr und muss in den nächsten zwei Runden an die Box. Na dann. Ich dachte, die Dinger fahren mit Elektromotoren. Oh Gott, was machen wir da schon? Jetzt wird die Zeit verloren. Die Runde wird wieder schlechter werden. Achte Runde. Jetzt beende ich mal das Let's Play hier an der Stelle. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange es geht. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da fahren muss. Aber ich muss sagen, das war schon mal nicht schlecht. Wir haben es soweit gut gemeistert. Sind hinterm Hamilton, zweiter Platz zurzeit. Jetzt schaue ich mal, wie man erstens da weiterkommt und zweitens, wie viele Runden ich da fahren muss. Das habe ich jetzt irgendwie nicht entdeckt. Leider, wie gesagt, das ist mein erstes F1 2014 in dem Fall. Also ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Mein erstes Fazit ist, das Spiel gefällt mir schon mal gut, die Grafik ist gut, alles passt soweit. Nun mal schauen, was die Features sind und wie es weitergeht, je nachdem. Also dementsprechend bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao.